Golf für jedermann, egal ob für den Millionär oder für den Bauarbeiter, dies ist die Maxime des Golfclubs Motzen vor den Toren Berlins. Die, die schon ein wenig weiter sind, fleißig geübt haben und ihre Passion schon gefunden haben, die trafen sich zuletzt beim Berlin Capital Club, VBKI Cup und bewiesen ihr Können bei den für den Herbst noch allerbesten äußeren Bedingungen. Neben einem guten Schwung geht es beim Golfen vor allem um die Konzentration und dies über 4 Stunden am Stück. Golf spielt man eigentlich bei jedem Wetter. Also wir Golfer, die meisten von uns sind zumindest wetterunabhängig, spielen auch im Winter durch. Insofern ist das für uns kein Problem. Aber es ist natürlich besser noch bei so einem Wetter. Also es ist ein herrlicher Tag. Sie sehen eine herrliche Anlage in meinem Rücken. Wir haben hier eine 27-Loch-Anlage vor den Toren Berlins. Das ist der Berliner Golf- und Country-Club Motzner See. Ein Traditionsclub hier in Berlin. 1992 gegründet. In den 90ern hatten wir 4-mal die German Masters. Hier haben also alle Großen der Welt gespielt in den 90er Jahren. Also ich nenne mal ein paar Namen. 90er Jahre, 2000er, auch viele aus dem aktuellen Ryder Cup Team. Sergio Garcia hat mitgespielt. Lee Westwood hat hier gespielt. Darren Clark hat hier gespielt. Seve Ballesteros. Bernhard Langer war großer Sieger. Der hat hier die beste Runde seines Lebens mit einer 60 gespielt. Also hier waren große Namen. 1998 war mal das gesamte deutsche und europäische und amerikanische Ryder Cup Team hier. Also die Top 30 der Welt. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. 27 Löcher, habe ich schon gesagt. Das ist hier der alte Masters-Kurs der 90er. Wir haben vor 3 Jahren einen neuen Platz eröffnet. Da oben mitten im Wald können Sie natürlich von hier leider nicht sehen. Wunderschön, 9 neue Löcher. Dazu kommt, dass wir noch einen Kurzplatz haben, einen öffentlichen Kurzplatz. Hier kann jeder Golf spielen, ob Platzreife oder nicht. Für 28 Euro kann man den ganzen Tag Golf spielen und gucken, ob einem der Sport gefällt. Da kommen wir gleich noch zu, als allererstes vorweggenommen. Wie sind Sie damals eigentlich zu Ihrer Golfleidenschaft gekommen? Ich habe in England studiert und wenn man in England studiert, dann spielt man entweder als Student Rugby, Fußball oder fängt irgendwann auch an, Golf zu spielen. In England ist Golf eben ein Sport, den jedermann vom Milchmann bis zum Multimillionär ausübt und so bin ich auch dazu gekommen. Und irgendwann habe ich mal angefangen, hier in Motzen Golf zu spielen und 1998 und ab dem Zeitpunkt hat es mich gepackt und nie wieder losgelassen. Jetzt ist ja ein Teil der Philosophie vom Golfclub Motzen, dass man hier, wie Sie eben gesagt haben, auch spielen kann, wenn man vielleicht noch nicht in dem Verein ist. Man kann ein bisschen reinkommen, ein bisschen schnuppern. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Haben Sie da auch ein paar, sage ich mal, Erfolgsgeschichten mitbekommen, wo Leute einfach mal gekommen sind, gespielt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt so lange, wie wir Sport betreiben? Also es kommt natürlich eine ganze Menge und wir haben gute Erfahrungen gemacht. Den öffentlichen Platz haben wir erst in diesem Jahr aufgemacht oder öffentlich gemacht, sodass jedermann spielen kann. Und es kommt eine ganze Menge und sagen, ach, ist ja eine tolle Sache, wenn man einmal den Ball getroffen hat und das Erfolgserlebnis gehabt hat, dass ein Ball 100 oder 150 Meter weit fliegt, dann ist man sofort dabei. Und da sind eine ganze Menge, die eigentlich zu uns auf diesem Weg inzwischen kommen. Was braucht eigentlich ein guter Golfspieler aus Ihrer Sicht? Ein guter Golfspieler? Also ein guter Golfspieler sollte zunächst mal fit sein. Der sollte ein bisschen Ballgefühl haben, weil Golf ist ein sehr technisch anspruchsvoller Sport. Und ansonsten braucht er nichts weiter. Den Rest kriegt er bei uns, kommt er bei uns gestellt. Also Ausrüstung kriegt er von uns zunächst mal. Und wenn man mal dabei ist, dann ist man selbst auch schnell dabei, sich eine eigene Ausrüstung zu kaufen. Stefan Kretschmer war vor 4 Wochen hier, hat ja auch bei einem Turnier mitgespielt. Der ist ja schon großer Golffan. Der hat uns so ein bisschen im Spaß gesagt, dass er es gar nicht so gut finden würde, wenn jetzt alle Golf spielen und wenn sich das so ein bisschen wandelt, weil dann wären die Golfplätze immer voll. Dann hat er weniger Zeit, selber Golf zu spielen. Wie sehen Sie die Entwicklung des Sports? Wo soll es hingehen? Also wir müssen natürlich wachsen als Golfsport insgesamt. Der Deutsche Golfverband hat etwa 700.000 Mitglieder, ist also der 6. größte Verband im Sportbund inzwischen und eigentlich haben wir es gern, wenn immer mehr Leute Golf spielen, dann das ist ja auch mehr Spaß. Bei uns spielt jeder vom
Bauarbeiter bis zum Multimillionär und die bewegen sich hier oder begegnen sich hier bei uns auf den Plätzen auf Augenhöhe. Die würden sich normalerweise in der Gesellschaft möglicherweise nie bewegen. Hier sind die per Du, spielen Golf zusammen, sind alle gleich und das finde ich das Tolle am Sport. Wir müssen ja weg vom Elitären, nur dann wachsen wir, nur dann macht es auch wirklich Spaß, nur dann ist es interessant. Wie weit würden Sie sagen, ist dieser Schritt schon weg von diesem Elitären, was der Sport vielleicht immer noch so ein bisschen angehaftet bekommt? Naja, wir leiden immer noch unter dem Ruf, dass Golf sehr, sehr teuer ist, was eigentlich nicht stimmt. Jeder, der als Hobby eine Eisenbahn hat, der weiß, was das kostet. Teurer sind wir am Ende auch nicht. Wir machen Schritte, aber das Image ist natürlich, es ist ein alte Leute-Sport. Es ist nur was für Reiche, stimmt heute überhaupt nicht mehr. Wir haben hier um Berlin rum 23 Anlagen inzwischen und sind ausgelegt auf viel mehr Golfer, als wir heute eigentlich haben. Abschließend gefragt, wenn wir uns heute mal auf das Turnier zurückgehen, auf das Teilnehmerfeld. Wenn ich jetzt anfangen würde, Golf zu spielen hier und ich würde merken, das geht so einigermaßen, wie viel Trainingszeit bräuchte ich, um dann tatsächlich bei so einem Turnier heute mitspielen zu können? Auch ganz unterschiedlich. Also wenn Sie Talent haben, Balltalent oder möglicherweise schon Hockey oder Tennis gespielt haben oder Eishockey, dann geht das möglicherweise relativ schnell. Wer weniger Bewegungstalent hat, der sollte schon mal 3-4 Monate trainieren, einmal die Woche. Dann sollte es eigentlich gehen und reichen für so ein Turnier. Und dann macht es in der Regel auch Spaß. Gute Laune und Spaß am Spiel gepaart mit guten Gesprächen. Der Golftag bereitete den Spielern mehr als Freude. Am Ende schöne Sonne. Am Anfang war es, glaube ich, von den Temperaturen und den Witterungsbedingungen ein bisschen schwieriger. Wie viel Spaß hat es heute alles in allem gemacht? Also nach dem Wochenende war heute ein zauberhafter Tag. Ich glaube, alle Teams haben hier das Beste gegeben und das Wetter hat ja auch noch aufgezogen. Sonne war da, also alles ein wunderschönes Turnier. Alles im Allen. Wir beginnen mal ganz am Anfang. Wie sind Sie zum Golfsport gekommen? Wann hat die Faszination seinen Anfang gehabt? Bei mir vor circa 10 Jahren und ich spiele gerne so Netzwerkturniere, also hier gerade wie beim Berlin Capital Club, wo man viele Leute kennenlernt und bin nicht der beste Spieler, aber gebe mir jedes Mal Mühe. Wie bereiten Sie sich denn tatsächlich auf so einen Tag vor? Also ein Bobfahrer, der geht ja abends klischeemäßig jede einzelne Kurve durch. Ist es bei Ihnen so, dass Sie vorher schon ungefähr wissen, was auf Sie kommt? Oder ist das dann Intuition und einfach mal schauen, was passiert? Sie haben ja bei der Runde, ich weiß nicht, 15 Schläger. Sie wissen also ganz genau, welche Länge man mit welchem Schläger schlägt. Man guckt sich sicherlich auch immer so ein bisschen den Kurs an vorher und auch bei der Runde selbst. Alles in allem ist es dann Routine. Ne? Jetzt unterstützen Sie das Turnier ja auch als Sponsor. Warum ist Ihnen das so wichtig, das auch zu tun? Gut, wir beide sind Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens und für uns war es jetzt mal ein Anlass, Berlin Capital Club zu unterstützen, um so ein Turnier auszustatten. Und ich hoffe, alle hatten Freude, auch mit den Sponsorgeldern, die wir da geleistet haben. Ja. Ja, das würde ich mal als Steilvorlage nehmen. Wo schlägt sich denn der Geschäftspartner besser? Im Berufsleben oder auf dem Golfplatz? Schwer zu sagen, muss ich sagen, weil ich ja nicht unbedingt der Golfspieler bin, aber ich denke schon, dass er ein absoluter Immobilienprofi ist halt und aber alles, was er macht halt, das hat einen Fuß und auch im Golf versucht er nach und nach erstrebenswerte Ziele zu erreichen. Welche Eindrücke haben Sie am heutigen Tag gesammelt vom Golftag als Zuschauer? Ich fand es sehr toll, muss ich sagen. Wir haben Glück mit dem Wetter gehabt und wir haben auch sehr viele gute Freunde getroffen, was vorher nicht klar war. Genau. Und ich selbst jetzt versuchen, nächstes Jahr auch mich im Golf aktiv zu betätigen. Genau. Dann können wir damit schließen. Was ist der beste Tipp, den Sie dann weitergeben können für jemanden, der noch nicht Golf gespielt hat oder am Anfang steht? Wir gehen auf die Driving Range und wir nehmen uns einen Trainer.
Ja, also Golf ist schwer zu erlernen. Ich glaube, es ist sogar meiner Meinung nach die drittschwerste Sportart, die man lernen kann. Stabhochsprung ist die schwerste. Also dann weiß man also ungefähr, wo Golf in der Perfektion liegt. Man braucht viele, viele Jahre, um überhaupt so eine Routine zu entwickeln. Ich persönlich habe sie noch nicht, aber ich hoffe, dass wir heute bei dem Ergebnis einige der Spitzenspieler hier herausschälen werden. Michael Tolkühn und Michael Todenhaupt sind ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Golfsport in Zukunft multiplizieren kann.